Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge TFT. So, letzte Folge, was waren da? Ah, genau, da habe ich die Elementals ausprobiert. Und am Anfang ging es gut, aber ja. Dann Richtung Ende nicht mehr. Ja, mal schauen, was wir dieses Mal machen. Wie wäre es mit Gestaltwandlern? Die sind nämlich auch ziemlich krass. Also der Bonus ist heftig viel Leben. Also bei 3 gibt es 100% zusätzliches Leben und bei 6 gibt es noch mehr. Soweit ich weiß. Und Dämonen natürlich Mana verbrennen. Also jetzt bei Elise. Jü. Ist natürlich auch nicht verkehrt. Aber ich warte noch und schaue, was ich noch für Items bekomme. Dämon habe ich jetzt hier nicht. Aber wir haben zweimal Kha'Zix. Dann ist Elise mein Frontliner, also bis jetzt. Dann schaue ich mal. Was haben die? Kha'Zix? Auch Kha'Zix? Warwick? Vayne? Kress? Der hat ein bisschen von beiden und. Okay, alles klar. Tristana ist noch dabei. Naja. Super. Also ja, gerade läuft's gut. Level 2 Kha'Zix ist nicht schlecht. Ah, hat der Djinn-Kommastyk oder so auch. Das sieht man ja immer hier oben. Wer Level 2 wird, Level 3 wird und ja. Lernkreatur ist auch interessant. Das gibt normalen Angriff ignoriert 50% der Rüstung. Okay. Okay. Jetzt geht's aber ab. Nee, das ist Schwachsinn. Gestaltwandler, dann haben wir schon mal zwei. Eiswesen ist auch schön. Gut, ich glaube, ich. Warte. Ich gebe ihr den Stich. Ihm gebe ich Schutzengel oder. Ich glaube, das da, weil er springt hinten rein. Und dann silenzt er. Also, oder entwaffnet. Ja, und das ist, könnte eine starke Kombi sein. Wenn das macht. Dann gebe ich ihnen nochmal ein bisschen Damage. Ja, war zu spät, aber naja. Ich glaube, das haben wir trotzdem. Ja. So. Hier haben wir nochmal das da. Level 2, das ist schön. Okay, Ritter ist natürlich auch immer mit dabei. So, ich kaufe einfach mal alles. Kauf alles und gib nichts wieder zurück. Oh, der hat schon gute Items.
Und ist schon auf Level. Auf Level 4. Ja, die Items sind halt. Damit kann er halt viel schneller angreifen. Ist ja blöd. Ich mach mal auf Ritter, weil Gestaltwandler bekommen wir jetzt nicht zusammen. Bisschen ärgerlich. Ach, der hat schon Level 3. Ach, lecko mio. Und der hat so viele Items. Junge, was ist los mit dir? Wir sind so viel Glück für meinen Geschmack. Ja, das gehört auch dazu. Aber trotzdem habe ich gewonnen. Und das finde ich auch super cool bei dem Spiel, dass egal ob man am Anfang viel verliert, man kann immer zurückkommen. Also immer. Ja, das bedeutet nichts, wenn man ganz unten ist. Das ist super. So, was wollen wir? Was wollen wir? Ich würde Gestaltwandler. Dämonen. Ah, ich hab's hier nicht bekommen. Morgana wäre, glaube ich, gut gewesen. Dann hätten wir gleich einen Dämon gehabt. Aber dann nehmen wir den da und switchen den um. Der Schläger und Lernkreatur. Lernkreatur haben wir eine. Ich werde Ihnen zeigen, wie es ist zu fallen. Und Elementarmagier? Weiß nicht. Die Elementar wollen wir ja nicht gehen. Der hat auch schon Level 3, ja. Das war richtig doof, dass ich hier gewonnen habe. Weil drei hintereinander verloren, dann hätte ich ja wieder den Bonus bekommen. Schade, schade, schade. Den können wir eigentlich verkaufen. Weil auf Lernkreatur werden wir wahrscheinlich nicht gehen. Einmal Lissandra. Ne, Elise, Entschuldigung. Ja, jetzt. Ja. Gut, dann lassen wir es mal. Vielleicht bekommen wir jetzt einen Losing Streak. Aber. Okay, der geht auf Nobel. Nobel, Nobel, Nobel. Oder wir gewinnen halt. Dann ist es halt gewonnen, verloren, gewonnen, verloren. Oh, nie gut. Ah, es ist viel zu heiß. Nice. Das gefällt mir. Ja, dann kaufen wir halt. Warte.
Wir stellen uns aber noch um. Wie umständlich. So. Warte, den tun wir dahin, damit er hier hinspringt. Den holen wir uns auch. So. Einmal Elise wäre noch gut. Das da ist sehr schön. Das finde ich sehr schön, sehr, sehr schön. Das da gibt einen Heilungsbuff. Juhu. Also kein Buff, sondern die Aura. Und die bekommt er. So, was haben wir denn hier unten? Also nochmal Nidalee. Nochmal rollen. Rollen, rollen, rollen. Deine Ewigkeit beginnt heute Nacht. Ah, das war zu spät. Das war zu spät. Ja, dann save ich mir das einfach und dann habe ich nächstes Mal Level 2er. Okay, das gewinnen wir auch. Nochmal schöne Heilung. Gut. Das finde ich auch super, dass man das ja, safen kann. Super. Sonst hätte ich halt ja den Warwick verkauft. Das wäre auch gegangen. Nobelbewahrer. Die ist auch gut. Vor allem in der Kombination zum Gestaltwandler. Aber ich hole mir noch einen Warwick. Weil Warwick ist ja eine Bestie. Und das ist Nidalee auch. Das ist dann ein guter Bonus. Oder gute Kombination. Ich könnte Lissandra verkaufen, dann habe ich wieder 20 und bekomme mehr Zinsen. Und da ist sie wieder. Ich überlege mir, die wirklich zu kaufen, damit die anderen die nicht bekommen, aber dieses Mal mache ich es mal nicht. Die anderen Male habe ich schon gemacht. Ich werde Ihnen zeigen, wie es ist, zu fallen. Ja, zeig's uns. Das ist auch eine Bestie. Gut, mal schauen, ob wir das auch nochmal gewinnen. Ich denke aber schon. Ah, ich denke nicht. Ich denke schon. Das ist echt schwer zu sagen. Also er könnte immer noch gewinnen, aber ja. Upsi. So, welches Feld sind wir denn? Oberes Feld. Gut, was wollen wir? Nidalee ist sehr attraktiv für uns. Vor allen Dingen auch mit den mit den Item. Die, ach du Popo, die Ari ist auch super. Dachte er sich auch. Was machen die denn da? Gut, dann hole ich mir Lulu. Und er holt sich Aurelion. So.
Lulu raus. Hier ist der nächste Gestaltenwandler. So, jetzt habe ich nämlich plus 100%. Ah, okay, warte, welcher? Ich habe ja vorhin gesagt, dass für 3 bekommen die 100 und für 6 bekommen die noch mehr. Aber das war, glaube ich, was anderes dann. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Bestien nicht? Okay, aber gerade läuft's gut. Gerade läuft's gut. Okay, Gestaltenwandler haben wir. Bestie fehlt jetzt noch. Bestie haben wir. Okay. Mal schauen, ob wir jetzt gewinnen. Wenn wir gewinnen, dann ist es gut. Wenn nicht, dann nicht. Den sparen wir uns mal. Das rutschen wir mal ein bisschen weg, damit ich das nicht aus Versehen den Mordekaiser gebe. Okay, das schaffen wir auch. Okay. Get is Love ist in der Stiges-Serie. Was hat er denn? Ah, das ist der da. Gut, Nidali. Come to Mama. Du auch. Da brauchen wir nix. Das ist natürlich auch super. Der ist natürlich auch super. Dann verkaufen wir. Jetzt ist die Frage, was ich mache. Erstmal mache ich das da. Weil der ist halt schon sehr, sehr attraktiv, der Typ. Also Knarr ist allgemein ein richtig starker Charakter. Oder starke Ding, aber der besiegt uns jetzt. Der hat den gut gecornert. Also ich kam mit meinen K6 nicht ran. Das war super. Dap, 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 dap. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich müsste ihn eigentlich noch reinbringen, aber das würde unsere ganze Economy zerstören. Ich könnte ihn halt statt Garen reintun. Ich glaube, das wäre sogar am besten.
Krass, ich hätte nicht gedacht, dass wir den noch besiegen. Das ist gar nicht so gut. Okay. Wir tauschen euch beide mal aus. Ich verkaufe dich ganz. Und dann bekommst du den Heilungsbuff. Mal schauen, ob das ein Fehler war. Aber ich glaube nicht, weil der kommt ja jetzt auch mit plus 100% rein. Auf jeden Fall sehr, sehr, sehr knapp. Also ich brauche noch eine Bestie. Ich brauche noch eine Bestie. Ich bin aber erst da. Also, Anivia nicht. Mordekaiser ist interessant. Aber am interessantesten ist natürlich der Cho, weil der eine süße kleine Bestie ist. Ja, dann hole ich mir mal den da. Den kleinen Morde. Den können wir sogar schaffen, auf Level 3 zu machen, oder? Nee. Noch nicht. So. Ja, wir machen nichts. Weil bis jetzt läuft's ja. Aber der passt halt auch nicht rein irgendwie. Der kleine Mordekaiser. Ach, greif doch nicht den an, greif den an. Das ist dein Erzfeind. Greif ihn an. Greif ihn an. Ah. Boah. Gut. Ich bin wieder in der Siegesreihe. Juhu. Da ist gerade nichts dabei, oder? Nee. Also Dämon ist zwar schön. Ich hole mal noch einen Tank rein. Eine Nidalee wäre perfekt. Eine Nidalee. So, alle voller Spinnen. Ah, das verlieren wir. Ich weiß, was in den Schatten lauert. Ich weiß, was in den Schatten lauert. Ja, das ist wunderbar. Und das ist noch viel besser. Und ich dachte, wir haben jetzt Level 3, aber das ist besser. So. Bestie, alle Verbündete haben 7, also haben 7 Steigerungen von Geschwindigkeitsüberschreitung. Was?
was geht denn da? Guardian. Ah, der ist ja gar keine Bestie. Aha. Wieder was Falsches gesagt. Phantom ist halt wegen ihm interessant. Kann nicht mehr. Disarm. Alter. Ja, schnell geschossen. Nochmal. Ist das ein Zeichen? Ich weiß es nicht. Okay, wir kaufen mal und dann schauen wir weiter. Nö. Yes. Das ist super. Macht die Fähigkeit Schaden? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Die macht Fähigkeit Schaden. Ja, das verlieren wir. So, wir haben ja jetzt aber sehr viel Geld und können uns wieder ein bisschen aufbauen. Das ist schon mal gut. Plus 1, okay. Das da ist gut. Das da ist gut. Das da ist gut. Das ist wichtig. Nö. Stimmt, die beiden habe ich ja verkauft. Stimmt. Gut, also wenn ich Mordekaiser reintue, dann muss ich Kindred auch reintun. Damit das Phantom aktiviert wird. Alter, der Shen, der rasiert halt sowas von. Wow. Der rasiert halt wirklich. Ich bin Erster. Aber ich weiß nicht, was ich will. Was will ich? Ich will den Knarr. Dann habe ich Level 3, Level 2 Knarr. So, das ist schon mal wichtig. Aber ich weiß nicht, ob wir gewinnen können. So, was haben wir hier unten? Nichts Besonderes. Wir gehen mal auf Level. Was haben wir aber eigentlich müssen wir das machen, weil wir haben kein Leben mehr. Und der zerstört uns sonst. Also der, vor allem der da. Dieser Shen. Ja, das könnte ganz gut sein. Ach, der Shen ist richtig übel. Uiuiui. Ich glaube, es war richtig gut, dass wir den Level 2 nahe bekommen haben.
Uiuiui. Mach ihn fertig. Ach, danke. So. Wir brauchen... Ja, eigentlich nicht, aber okay. Nein. Ja, vielleicht. Nö. Uiuiui. Morde würde mir jetzt wirklich Freude bereiten. Aber der will uns die nicht geben. Er will uns Morde einfach nicht geben. Und das werden wir nicht gewinnen. Ja. Gut. Ja, wir haben es versucht. Wir sind Level 4. Platz 4. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es wieder mal gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Bye.